Moin Leute und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe mittlerweile unseres NBB Tech-Geflüsters. Und heute reden wir unter anderem, große Überraschung, über eine sehr kleine Firma aus dem kalifornischen Cupertino, Apple. Die haben letzte Woche ja nicht wirklich was durchblicken lassen, es wurde eher was geleakt, sagen wir es mal so. Ob Apple da selber dann dahinter steckt teilweise? Bei Apple-Leaks ist es ganz oft Gerüchte und nicht unbedingt wahr. Ja, aber oftmals wurden diese Gerüchte auch wahr, gerade wenn es von sehr zuverlässigen Quellen, wie zum Beispiel Ming-Chi Kuo, also es kommt. Es gibt schon zuverlässige Quellen, aber es gibt sehr, sehr oft Apple-Gerüchte, die halt einfach komplett hanebüchen sind. Klar, aber es ist natürlich auch eine Riesenfirma und da wird auch immer ein bisschen was durchgelassen. Das ist richtig. Und was eben jetzt diesmal durchgelassen wurde, die Touch-ID soll zurückkommen. Yay! Yay! Große Überraschung, also fürs iPhone dann, das Apple iPad Mini war es, glaube ich, hat ja die Touch-ID bereits wieder oder hatte sie nie verloren, sagen wir es mal so. Genau, also die alten hatten halt vorne immer noch den Button mit Touch-ID. Genau. Die neuen Versionen haben den Power-Button an der Seite. Mhm. Aber nicht die Minis, sondern ich glaube, irgendein iPad Air hat das an der Seite. iPad Air, genau, dankeschön. Und das iPhone 12s könnte dann sogar schon wieder die Touch-ID bekommen, zusammen aber dann erstmal mit Face-ID. Denn derzeit Face-ID, wir kennen es alle, also zumindest als iPhone-Nutzer, man steht draußen mit der Maske im Gesicht und möchte gerne sein iPhone entsperren. Und ja, da muss man halt dann immer den PIN in aller Kälte aufs iPhone hämmern und das ist natürlich nicht so geil. Oder auch jetzt in der U-Bahn oder wo auch immer, wenn man da sein Handy benutzen möchte. Grundsätzlich ist es auch ein bisschen unsicher, weil jeder könnte ja immer drauf gucken, was du gerade eintippst. Da geht halt mit Touch oder genau. mit Gesichtserkennung deutlich sicherer. Wenn die Gesichtserkennung denn funktioniert, Face ID. Wenn. Und jetzt sieht es erstmal so aus, dass Apple Touch ID und Face ID eben zusammen dann in einigen Geräten bringt. Kann auch sein, dass nur die Top-Modelle erstmal, das iPhone 12 S Pro oder vielleicht auch erst das iPhone 13, dann eben Touch-ID und Face-ID zusammenbekommen. Ist noch die Frage, sitzt dann die Touch-ID im Display, also wie bei vielen Android-Geräten mit OLED, oder auch als Alternative eben wie beim iPad Air, dann eben im Power-Button. Wäre natürlich cool, wenn es im Display sitzt, seien wir mal ehrlich, oder? Also tatsächlich, die Gerüchte, die ich gelesen habe, drehen sich alle darum, dass es unter dem Display steckt. Apple hat ja auch, soweit ich weiß, die ganzen LED-Bestellungen gecancelt und wird jetzt nur noch OLED bestellen wollen. So, also das ist noch so ein weiteres Gerücht, aber es spielt da so ein bisschen mit rein. Wenn wir gerade schon bei Apple sind und allgemein eben bei den Dingen, die sie so vorhaben, so ganz geheime Pläne von Apple, umfassen ja auch das Apple Car. Beziehungsweise, ich nenne es jetzt einfach mal iCar, ich finde, das ist ein catchy Name. Ist es eine You heard it here first. An iCarly? Die Serie, die Kinderserie? Sie ist mir nicht so wirklich geläufig. Also ich habe schon mal gehört, ich finde Icarus ist ein besserer Wortwitz. Den hast du, glaube ich, auch gebracht. Werden sie damit zu nah in der Sonne fliegen, wenn sie ein eigenes Auto herstellen? Was ist jetzt noch dazu rausgekommen? Sie haben, beziehungsweise es wurde durchblicken lassen von Hyundai tatsächlich, dass die Tochterfirma Kia womöglich das Apple Car als Auftragsfertiger fertigen könnte. Da sind viele Konjunktive drin, ne, in dem Satz, aber es würde Sinn ergeben, denn Kia hat ein Werk in Georgia in den USA und die Entscheidungsgewalt, ob sie denn jetzt das Apple Car dort fertigen, liegt jetzt komplett bei Kia. Hyundai hat es abgegeben. Kia ist ja auch ein sehr großer Hersteller, aber ist wie gesagt eine Tochtermarke von Hyundai. Koreanischer Hersteller, aber wie gesagt, Werk in den USA, Fertigung in den USA fürs Apple Car. Klingt schon rund. Könnte es aber auch wieder schweineteuer sein, weil die Sachen, die in Amerika produziert werden, denkst selber, denkst du wirklich, dass das Apple Car günstig ist? Nee, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen sehr hoch. Aber made in America. Cars made in America bei Apple. Kostet halt dann irgendwie 120.000 Aber Tesla hat ja auch so angefangen, ne? Also die haben erstmal Luxuswagen rausgebracht und haben dann nach unten skaliert. Aber das war ja die Strategie quasi. Du verkaufst teure Autos, nimmst das Geld, machst dafür ein bisschen billigere, verkaufst die, nimmst das Geld, verkaufst und gehst halt von oben nach unten quasi. Klar, Apple hat ja jetzt von Anfang an, würde ich jetzt mal behaupten, die ultimativen Reserven, was die Kohle die angeht. Die haben genügend Geld. Genau. Wollen natürlich immer mehr, ne, die alte Krake. Apple, ja. Personifizierst du gerade eine Firma? Nein, würde ich niemals machen. Aber die wollen natürlich auch ein Stück vom Apfelkuchen abhaben, was den Automarkt angeht. Okay. Und da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie erstmal mit einem Luxusauto rauskommen, aber dann eben auch nach unten skalieren. Sie könnten sich es aber eben auch leisten, das Ding erstmal mit ein bisschen Verlust zu verkaufen, um dann sich eben eine gewisse Marktmacht aufzubauen. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
Es hieß vor einer Weile, als die ersten Gerüchte dazu rauskamen, wir hören schon dieses Jahr was davon. Jetzt heißt es, das Apple iCar oder Car wird erst zu Mitte der 20er Jahre rauskommen, frühestens. Also von sehr zuverlässigen Quellen, wie gesagt, Ming-Chi Kuo hatte auch schon recht mit den ARM-News zu Apple, also den ARM-Prozessoren. Schon vor 3-4 Jahren hat er darüber berichtet und lag bis jetzt auch mit allem anderen richtig. Ist ein Analyst und ist auch eine sehr zuverlässige Quelle, was das angeht. Also warten wir noch 4-5 Jahre mindestens aufs Apple Car. Es dauert ja auch, so ein komplettes Auto zu designen. Und was halt spannend ist, ist eigentlich die Antriebstechnik. Also echt? Ich glaube eher, was interessant wird, ist die Integration in Apple Cosmos. Das sowieso, aber das ist eher, klar, ist eher so, ja, vielleicht schon fast Nebensache, denn die arbeiten eben mit STM Microelectronics zusammen und wollen dann eine Gallium-Nitrid-Lösung für die Batterie bieten, was dann womöglich halt bessere Reichweiten ermöglicht, aber eben auch eine schnellere Ladezeit. Und das wäre halt ein Game-Changer, wenn die damit als Erste so rauskommen und dann ähnlich wie wir jetzt bei den M1-CPUs mit ARM den Markt so ein bisschen umkrempeln. Also könnte man sich vorstellen, dass sie das machen, wäre dann vielleicht erstmal ein echt teures Produkt, weil da ein ganzer Haufen R&D, also Research and Development, Forschung und Entwicklung drinsteckt. Ich finde es super spannend. Wir bleiben auf jeden Fall dran mit dem Thema, also für unsere Zuschauer. Und das Einzige, was mich noch interessiert, weil letztens hat Marcus Brandy, unser aller Gott und YouTube unser YouTube-Gott, genau, auch ein Video rausgebracht, warum Tesla zum Beispiel im Elektrofahrzeug-Game so stark ist. Es ist nicht unbedingt die Bauqualität, die machen andere besser. Die Batterien und die Reichweite, also wie sie diese Batterien nutzen. Du kommst mit einem gut ausgestatteten Tesla, es war sowas um die 470 Meilen weit. 700 Kilometer ungefähr? Ungefähr so um die 700 Kilometer, so Pi mal Daumen. Und zum Beispiel ein typisches BMW E-Auto schafft es auf vielleicht 280 Meilen. Das heißt, 400 Kilometer. Ungefähr 400 Kilometer. Hm. Okay, das ist ein großer Unterschied tatsächlich. Das ist ein Riesenunterschied, klar. Und da frage ich mich, wie dann Apple abschneiden wird. Also, das kann ein Luxuscar sein, aber es bringt halt nichts, wenn es halt nur 300 Kilometer fahren kann. Aber sie setzen eben, wie gesagt, auf eine ziemlich neue Technologie, mutmaßlich, ne? Mhm. Aber man kann auch auf die Seite von STM gehen, also ST Microelectronics, und kann sich deren Aussagen zu Galliumnitrid und so weiter und wie sie da arbeiten durchlesen. Ist echt ganz spannend. Und wie gesagt, ist ein klassischer Zulieferer von Apple, arbeiten auch mit TSMC zusammen. Mhm. Also die versuchen da wahrscheinlich eine Integration aus dem Self-Driving-Chip, weil das Ding soll quasi autonom fahren können, unter anderem auch. Und eben der Reichweite der Batterie, dass das vielleicht auch besser integriert ist und dadurch auch besser und länger läuft. Also ein intelligenteres Auto, was unter anderem deswegen länger fahren kann, weil es halt seine Reserven gut managt, aber eben auch eine neue Batterietechnologie. Und gerade bei der Software kränkelt Tesla noch so ein bisschen. Aber da kränkeln irgendwie alle Autohersteller ja, ein bisschen, ne? Ja, weil gefühlt, ach ja. Ja, oder? Ja, gefühlt. Und da wieder könnte Apple halt diese Integration aus Hardware und Software wieder halt so grandios machen. Nur so als Idee und als Spekulation natürlich. Aber finde ich sehr spannend, das Thema. Wo wir jetzt gerade bei einer riesen Firma sind, kommen wir zu einer deutlich kleineren, AMD. Trotzdem keine kleine Firma, aber deutlich kleiner als Apple logischerweise. Und da gab es auch ein sehr spannendes Gericht, auch in die Zukunft gerichtet jetzt so ein bisschen, nämlich Multi-Chip-Module-GPUs sind wohl in der Mache für Navi, Moment, 31 dann. Mhm, also ja, nächste Generation. Die nächste Generation der Navi-Grafikkarten, ich weiß gar nicht, ist dann wahrscheinlich RDNA3, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen. Und Multi-Chip-Module, kurze Erklärung, wir sehen es alle schon bei Ryzen-CPUs, das heißt, du hast mehrere Kerncluster oder mehrere Chips, die auf einem anderen Chip drauf sitzen. So, die Kerne sind quasi auf einem Chip und die sitzen aber auf einem anderen Chip und sind dann über einen I/O-Die miteinander verbunden. Also einen In-Out-Die, der quasi die Kommunikation zwischen den Chips ermöglicht. Und GPUs, ja, Multi-GPU war immer so eine Sache, die nie so ganz sich durchgesetzt hat und auch nie so wirklich funktioniert hat. Die Kommunikation hat da einfach gehapert, sagen wir es mal so. Du meinst halt, oh Gott. Ich meine die ganzen, nee, wie hieß es nicht? Die Radeon R295X und so weiter, also diese ganzen Multi-GPU-Dinger oder auch Nvidia hatte ja, glaube ich, was war da die letzte, die 690 oder so? Oder die klassische Multi-GPU-Sache war, wenn du es über SLI oder sowas verbunden hast, dann hast du quasi zwei eigene oder später dann NVLink. Genau. Hat aber auch nicht ganz geklappt, weil es zu Mikrostottern kam. Genau, und das war nicht geil. Also klar, du hattest mehr Bilder und in manchen Spielen war dieses Mikrostottern auch nicht so ausgeprägt, aber in vielen halt doch. Und es war wirklich nur was für richtige Enthusiasten, die wirklich die letzte Bildrate brauchen, auch auf Kosten von vielleicht unflüssigerem
Gameplay. Wurde die hohe Bildrate zur Bildratte? Wir müssen mal einen Supercut machen, einfach Reaktion auf schlechte Witze von Daniel. Es geht in sich, ja. Und dann Clemens zeigt auf Dinge. Trink deinen Tee, Daniel. Calm down. Nein, Nvidia will sich das natürlich auch nicht einfach mal so tatenlos ansehen und die entwickeln jetzt auch schon seit einer geraumen Zeit Hopper. Das ist auch die nächste Architektur oder die übernächste vielleicht. Mhm. Und die setzt eben auch auf MCM, also Multi-Chip-Module, den Aufbau nach dem Schema. Und es zeigt so ein bisschen, dass das wohl die Zukunft der Grafikkarten ist, wenn jetzt beide Grafikkartengiganten unabhängig voneinander oder vielleicht auch nicht ganz unabhängig voneinander daran arbeiten. Mhm. Ne? Und Xe, also Intel Xe, ist ja auch wieder ähnlich aufgebaut, sagen wir es mal so. Setzt auch auf mehrere Kerncluster, die dann halt aufeinander gestackt werden können. Ist ein sehr spannendes Konzept, gab es jetzt erstmal nur ganz wenige Infos zu, aber wohl Navi wird wohl auch wieder 2x80 Compute Units dann bekommen. Also du hast dann quasi zwei GPU-Chips statt einem. Und wenn die gut zusammenarbeiten, wenn die das hinbekommen, dass da die Software mitspielt mit dieser hochgezüchteten Hardware und dass die Kommunikation zwischen diesen Chips auch stimmt und dass die wie einer funktionieren oder zumindest wie ein Dreiviertel, sagen wir es mal. Ich denke mal, die werden halt sehr viel asynchron arbeiten und das halt ordentlich zu programmieren ist tricky. Das ist tricky, aber irgendwann muss es doch mal klappen, oder? Ja, ich denke, inzwischen hast du halt auch mehr Erfahrung mit diesem Design, wie sie halt bei Ryzen einfach gezeigt haben. Die haben halt inzwischen Erfahrung, wie so ein Multikern-System funktioniert. Mhm. Die müssen es jetzt einfach nur auf GPUs übertragen. Ja. Wobei GPUs nochmal ein bisschen anders aufgebaut sind, logisch. Klar, ja. Aber für Nvidia ist es so ein bisschen neu. Die haben es schon mal probiert mit ein, zwei Grafikkarten, sind aber auf die Nase gefallen. Auf die Lederjacke gefallen, meinst du? Auf die Lederjacke gefallen, ja. Aber die haben halt nicht eine CPU-Sparte, aus der sie das Wissen ziehen können. Ja. Ja, auf jeden Fall wiederum ein sehr spannendes Thema. Wir haben, finde ich, heute ein paar spannende Themen mit dabei. Andere spannende Themen, die auch ein bisschen damit zusammenhängen, Gaming. Wo wir jetzt gerade bei Gaming-Grafikkarten waren, kommen wir auch zu Resident Evil 7, ne? Ist nee, es 8. 8, verdammt. Ja, Village, ja, stimmt, die haben es ausgeschrieben, die 8, dann noch im L. Ja. Wer sich es noch nicht angeguckt hat, den Trailer, gerne mal machen, ist... Finde ich sehr geil, das Setting. Also das letzte Resident Evil hat mich nicht so angemacht. Ich stehe nicht so auf Hillbillies in den Südstaaten, die irgendwie... Es hat so einen eigenen Horrorschein, aber eher so The Hills Have Eyes mäßig. Ja, das stimmt. Und jetzt hat man halt wieder so dieses klassische Transylvanien-Feeling, was nie so wirklich Resident Evil war, muss man auch sagen. Ne? Aber ist, finde ich, mal erfrischend neu. Ja. Ganz viele Kommentare, die ich unter den Trailer auf YouTube gesehen habe, war so... Ich weiß nicht, ob ich Angst haben soll oder geil sein soll, weil es scheinbar in diesem Trailer um vier Hexen geht. Oder Vampirinnen. Vampire, ich. Hexen, man weiß also es nicht genau. Also eine Oberhexe und dann deren Töchter sind irgendwie Vampire oder sowas. Irgendwas, auf jeden Fall sehr weiße Haut, viel Blut und aber ganz edle Kleider, also so viktorianisch. Die Hauptvampirin hat sehr große weibliche Merkmale. Die ist anscheinend 3 Meter groß ungefähr. Die ist auch sehr groß und scheinbar halt das Internet geht ein bisschen steil wegen und nennt sie Figuren. Big Lady oder so oder Tall Lady. Body Shaming, by the way. Ja, aber die haben sie halt alle auch so ein bisschen sexualisiert schon dargestellt, wie man sich halt so einen Vampir vorstellt. So ist halt wieder ein japanisches Spiel, oder? Das ist von Capcom. Also Japaner und übersexualisierte Frauen, das gibt es nicht. Überhaupt nicht. Aber trotzdem, ich finde das Setting geil, Transsilvanien, die Familie heißt, glaube ich, Dimitrescu. Und es gab auch schon ein paar Teaser, Van Helsing ist mit dabei. Ihr könnt euch die Demo auf PS5 runterladen, wer denn eine PS5 bekommen hat. Nee. Oder ihr guckt es halt euch einfach online an. Es gibt ein paar Walkthroughs, dauern glaube ich 10 Minuten ungefähr, also ist nicht sonderlich lang. Oder wenn man alles sich anguckt, 30 Minuten. Willst du da nicht mal einen Livestream machen und das durchspielen? Ich habe keine PS5. Solltest du eine haben? Solltest du eine haben? Hallo Sony! Ansonsten hatten wir letzte Woche auch nochmal in der Redaktion unsere Gaming-Highlights für 2021 mal so kompiliert, zusammengestellt. Und da waren einige coole Titel dabei, die ich persönlich jetzt auch nicht so auf der Rechnung hatte, einfach weil wir unterschiedliche Geschmäcker haben alle. Und ein Spiel, was ich schon fast vergessen hatte, war eines deiner Wunschgames, nämlich Psychonauts 2. Genau. Sehr cooles Spiel. Warum hast du denn da Bock drauf, Daniel? Weil der erste Teil tatsächlich ziemlich fantastisch war. Wann kam der raus? 90er noch oder Anfang 2000er? Ich glaube 2004 oder 2005. Ewig her. Also es war schon Anfang der 2000er.
Ja, Tim Schafer ist halt auch cool. Ne? Genau, Tim, es war glaube ich sogar für die allererste Xbox schon draußen und für die PS2. Ist ein 3D Jump'n'Run mit ziemlich verrückten Ideen tatsächlich. Man bereist quasi die Gedankenwelten von mental beeinträchtigten Personen. Und oder ist quasi ein Astronaut für die Psyche. Ein Psychonaut. Psychonaut, ja. Geht in die Psyche von Personen und versucht da Sachen zu reparieren. Nice. Ja. Und die Welten waren halt immer ganz abstrus. Der Humor war toll, weil er von Tim Schafer geschrieben cooles wurde. Cooles Level-Design, ganz cooles Art-Design auf jeden Fall auch. Genau. Ja. Und das Spiel hat halt relativ abrupt aufgehört und alle haben sich dann einen zweiten Teil gewünscht und das kam halt irgendwie nie und dann vor ein paar Jahren wurde dann Psychonauts 2 angekündigt. Und das kommt raus für Xbox und PC dann wahrscheinlich, ne? Auch für die PlayStation, wenn ich mich nicht irre. Ich glaub, wirklich? Das ist nett. Ich glaube für alle Konsolen. Ist ja ein Microsoft-Titel oder ist optimized for Series X und so weiter. Genau. Ne? Aber Microsoft ist da, soweit ich weiß, ganz oft nicht so einschränkend. Also die haben wenig Exklusivtitel, die haben vielleicht mal zeitweise exklusiv. Halo. Kommt für PC. Du brauchst keine Xbox. Kommt für PC, aber wird's gut, frage ich mich. Du hast es nicht in deine Liste der Wunschspiele aufgenommen für 2021 als Halo-Fanboy. What's up with that? Oh Gott. Der eine Trailer, der bisher draußen ist, war etwas underwhelming. Und ich warte einfach noch ab, bis mehr kommt. Bisher bin ich ein bisschen skeptisch, weil es Open World Halo sein soll. Und halt für die Xbox One entwickelt wurde ursprünglich, ne? Also du hast noch nicht diese ganze Grafikpower der Series S und X. Nicht unbedingt. Ich meine, siehst du dir jetzt mal die ganze, siehst du dir zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla an? Das sieht auf meiner One X gut aus. Und auf den Series sieht es halt auch fantastisch aus. Also die schaffen diesen Spagat zwischen alten und neuen. Ja, aber wenn ein Spiel halt nur für die neue Hardware entwickelt ist, hast du halt ganz andere Möglichkeiten, was die Ressourcen angeht, das von Anfang an. Ne? Ja, also ich hoffe, oder ich werde mal meine Finger kreuzen fürs nächste Halo dann, was nur für die Series Xboxen rauskommt. Was ich noch richtig mit Vorfreude erwarte, ist Elden Ring. Falls es jemand noch nicht kennt oder noch nicht gehört hat, es dürfte noch dieses Jahr rauskommen, laut mehreren Gerüchten. Es ist ein Spiel von dem Schöpfer der Soulsborne-Reihe, Hidetaka Miyazaki. Wirklich ein Genie, meiner Meinung nach. Und ist richtig und leicht verstört, wenn man den manchmal bei Interviews hört. Auf jeden Fall, aber der macht auch sehr verstörte Welten, beziehungsweise er schafft sehr verstörte Welten und sehr verstörte Geschichten hinter diesen Welten. Ja. Ganz bekannt für super environmental Storytelling, also eine Geschichte, die durch die Umgebung mit erzählt wird. Und einfach extrem atmosphärisch, dazu richtig gutes Gameplay. Wohl das beste Combat-Gameplay der letzten 20, 30 Jahre, vielleicht sogar ever, würde ich jetzt mal sagen, für die Souls-Reihe. Kommt aufs Genre drauf an, aber es hat ein sehr... Für ein Action-Adventure oder halt für ein Rollenspiel mit wohl das geilste Combat. Also diese Spiele werden halt großteils trotz dieser genialen Welt von ihrem Combat oder von ihrem Kampfsystem getragen. Und das ist so versatil, auch wenn es noch ein bisschen beschnitten ist wie bei Sekiro, trotzdem... tweaken sie da immer die richtigen Stellschrauben. Ich habe richtig Bock drauf, vor allem auch, weil George R. R. Martin damit dran arbeitet. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das kommt erst 2077 raus. Aber es sieht wohl so aus, als hätten die Geschichte da schon einigermaßen abgeschlossen. Mhm. Die eine große Frage, die ich noch mir dahinter stelle, ist, es wird ein Open-World-Game. Mhm. Also die Souls-Spiele sind auch irgendwo Open-World, fast alle. Manchmal hatten sie Hub-Welten mit drin, also so einzelne Hubs, Hubwelten, genau, von denen du dann in die anderen Welten mit hineingekommen bist. Das war eigentlich nur der zweite Teil. Nur der zweite Teil hatte diese krassen Hubwelten und... Demon's Souls hatte das ja auch. Also das hatte quasi den Hub... ist richtig. Demon's Souls hatte Dark Souls auch. War einfach grandios, was das Leveldesign angeht. Ist auch meiner Meinung nach. Das erste ist noch mein Favorite, mein absoluter Favorite. Einfach nur, weil das, die ganze Welt ist wie so ein Spaghetti... Bowl aufgebaut. Du kannst halt wirklich überall hoch und runter, super vertikal. Ich weiß nicht, schluss damit an, aber ich mag Teil 2 sogar noch mehr. Ist mir zu breitflächig und zu segmentiert. Also du hast nicht so viele krasse Shortcuts und so viele Aha-Momente beim Weltendesign. Das ist richtig, die hast ist du. Auch das einzige Spiel, was nicht von Hidetaka Miyazaki gemacht wurde. Ich weiß, es war das B-Team tatsächlich, hat sich daran gehockt. Er saß schon am Dreier. Ich fand, das war ja auch gut, auf jeden Fall. Hat mir auch Spaß gemacht, habe ich unzählige Stunden drin versenkt. Aber das Einser ist für mich, hat noch einen speziellen Platz in meinem Herzen. Ist jetzt die große Frage, wie schaffen sie es, dieses Weltendesign in eine offene Welt zu übertragen? Ist so dieses eine Fragezeichen, was eben für mich noch dahinter steht. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Ihr vielleicht auch, schreibt es in die Kommentare, auf was ihr richtig Bock habt. Was auch noch richtig cool werden könnte, God of War Sequel. God of War Ragnarök, vielleicht heißt es so. Man hat jetzt nur bis jetzt gehört, God of War Ragnarök is coming.
Offiziell ist es noch unbenannt, diese Sequenz. Spielt halt wieder quasi in der Wikinger-Welt. In der nordischen Mythologie. Genau. Mit Einflüssen aber auch der griechischen Mythologie, denn Kratos, ne? Malakas. So ungefähr. Video wird jetzt automatisch in Griechenland zensiert. Danke, Daniel. Ich bin einfach durch Odyssee sehr geschädigt. Weil ach so. Cassandra ist sehr oft Malaka oder Malakas sagt. Ach so. Ja, nee, da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Origins war mir schon. Fand ich geil, aber. Anderes Thema. Du hast ja richtig Bock auf die Assassin's Creed DLCs. Why? Weil ich ein ich bin ein Geschichtsfan tatsächlich. Und dann Assassin's Creed, wirklich? Assassin's Creed ist nicht geschichtstreu. Soll es auch nicht sein. Aber sie sind jetzt auch nicht kompletter Humbug und die haben eine gewisse Recherche. Du kannst viel Geschichte erleben im Fernsehen, über Filme oder auch lesen, aber in wirklich eine Welt eintauchen, die so halbwegs realistisch das nachstellt, hast du eigentlich im Grunde nur Assassin's Creed. Und das macht dann schon hast du Spaß. Aber noch den fucking Animus. Ja, aber den mag keiner. Den können sie doch mal weglassen. Das funktioniert doch auch. Ghost of Tsushima, Spiel, was nur ein historisches Szenario abbildet, funktioniert. Grandios. Also, ach, ja, egal. Kleine Message an Ubisoft, lass mal den Animus weg. Wie findet ihr den Animus? Schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Den mag keiner, aber im Grunde tatsächlich ist es die eigentliche Assassin's Creed Story. Das ist ja gerade das, warum sie es nicht wegmachen. Aber hängt es wirklich noch zusammen? Sie hängen offiziell zusammen. Es gibt verschiedene Personen, die in den Animus steigen. Und das ist jetzt die zweite Person, die in den Animus steigt. Okay. Glaube ich. Oder die dritte oder vierte. Aber halt, es geht halt eigentlich immer darum, dass eine Person in den Animus steigt und eine Erinnerung nacherlebt. Und ich freue mich auf die DLCs, weil mehr Wikinger-Kram ist immer toll. Okay. Stehe ich dir zu. Werde ich wahrscheinlich nicht zocken, aber kann man auf jeden Fall Bock drauf haben. Breath of the Wild kommt auch noch voraussichtlich ein zweiter Teil. Genau. Dieses Jahr raus. Das könnte richtig geil werden. Was aber wollen halt, es auch für Zelda, dass es mal wirklich eine zusammenhängende Geschichte gibt. Also die sonst waren ja die Zelda-Teile alle bruchstückhaft miteinander verbunden, haben schon irgendwo Sinn ergeben. Irgendjemand hat sich das dann überlegt im Nachhinein, dass das erste Zelda dann irgendwo in der Mitte der ganzen Timeline spielt. Und das allererste, was dann chronologisch spielt, war, glaube ich, Skyward Sword. Skyward Sword ist laut der aber Breath of the Wild existiert quasi außerhalb dieses ganzen Kanons, hat quasi die Zelda-Historie auf Null gesetzt. Und jetzt geht's weiter mit Breath of the Wild 2. Breath of the Wild 1, grandioses Spiel. Grandioses Gameplay, grandioses Weltendesign. Hat einfach extrem viel Spaß gemacht, weil du überall hochklettern konntest. Da war die ganze Welt quasi ein einziges Rätsel. Das ist richtig. Und das hat das Zelda-Prinzip auf ein ganz neues Level gehoben, meiner Meinung nach. Ich freue mich drauf. Sascha freut sich auch drauf, unser Kollege. Worauf er sich auch freut und worauf ich mich auch freue, ist Horizon Forbidden West. Wird auch toll, tatsächlich. Wird bestimmt toll. Der erste Teil hat, finde ich, viel von diesem Mysterium gelebt. Warum leben die Menschen jetzt in so einer Welt mit Roboter-Dinosauriern? Wurde sehr toll aufgelöst. Hätte ich nicht gedacht, als ich den ersten Trailer damals gesehen habe, dachte ich so, warum? Aber es wird wirklich zufriedenstellend und auch schlüssig erklärt. Und die ganze Welt erzählt die ganze Geschichte auch toll, die Historie dieser Welt. Und Horizon Forbidden West könnte auch richtig geil werden. Kommt für die PS5. Erster Trailer sah richtig geil aus. Aber es kommt auch noch für die PS4. Ja, Backport. Mal gucken, wie es dann auf der PS4 aussieht. Und ob das vielleicht nicht auch die PS5-Version ein bisschen zurückhält. Werden wir sehen, ob da dieses glorious Gameplay aus dem Trailer auch erreicht wird. Anderes sehr cooles Spiel ist in Nuhas Saga. Hellblade 2 kommt raus. Wieder von Ninja sehr Theory. Sehr verstörend. Kurzer Exkurs nochmal zu Ninja Theory. Die haben auch jetzt Project Mara vorgestellt. Sieht auch richtig cool aus. Ein Spiel, was wirklich fotorealistische Grafik erreichen möchte. Und die haben da mit Shadern gearbeitet und auch mit Laserscans und es sieht richtig gut aus. Spielt zwar nur in einem Apartment, wird aber wahrscheinlich Teil von einer größeren Serie oder von der ganzen Spielereihe sein und die ganzen Tools, die dafür geschaffen haben, werden dann auch eben in anderen Spielen eingesetzt. Sieht echt cool aus. Könnt ihr euch alle mal angucken. Wir blenden den Trailer auch nochmal ein oder hier irgendwo. Und dann guckt es euch an. Senua's Saga Hellblade 2. Auch sehr cool. Wird bestimmt gut. Wieder ein Spiel, was viel um die mentale Gesundheit oder um Depression geht oder eben um Schizophrenie. Schizophrenie, Depression, Stimmen hören. Und ein gute Laune-Spiel einfach. Ein absolutes gute Laune-Spiel, beziehungsweise ein Spiel, was einen emotional aufwühlt, voraussichtlich, aber sehr gut recherchiert ist und deswegen auch funktioniert.
Vampire the Masquerade, Bloodlines 2 haben wahrscheinlich nicht so viele auf ihrer Liste. Ich bin ein riesen Fan davon, von der World of Darkness. Du hast halt eine Hardcore-Fangemeinde, die freut sich drüber, aber ich glaube, außerhalb kennt es gar nicht so viele. Ja. Falls ihr noch einen alten PC rumstehen habt und ein Spiel ausprobieren wollt, Vampire the Masquerade, Bloodlines 1. Mit Fanpatches. Ist ein richtig, richtig gutes RPG. Ist eines der besten RPGs der 2000er, würde ich mal behaupten. Ist vor allem auch Vampirunterhaltung, in der man jetzt schleichen, diskutieren oder kämpfen kann, je nach Situation. Man kann auch das ganze Spiel komplett unterschiedlich spielen als anderer Vampir. Verrückter Vampir. Genau. Und es ist Vampirunterhaltung in der Ego-Perspektive für Erwachsene und nicht so ein schrecklicher Teenie-Blutsauger-Crap wie Twilight, die so die ganzen Vampire eigentlich... Aber die funkeln. Ja, die funkeln. Geil, ne? Ja. So einfach sind wir zu manipulieren. Dinge, die funkeln. Ja, Alex hat auch noch ein paar PC-Perlen ausgepackt, nämlich Age of Empires kommt als vierter Teil, beziehungsweise es kommt ein vierter Teil. Sind Damen auf Twitch auch auch Spieleperlen? Was haben wir mit der Objektifizierung und so, Daniel? Und wir sagen ganz wir deutlich sagen nein. Ja. Nein. Alex hat vor allem vierte Teile ausgepackt. Ne? Age of Empires 4, Diablo 4, auch sehr cool. Könnte geil werden, sagen wir es mal so. Ob es noch dieses Jahr rauskommt. Age of Empires 4 wird wahrscheinlich auch gut. Ist aber die Frage, ob es an die alten Teile anknüpfen kann, die halt jetzt auch so ein bisschen in den Himmel gelobt wurden. Und was hat er noch? XCOM 3. Also ich merke, Alex nimmt nur Games, die irgendwie aus der ISO-Perspektive gespielt werden. Oder aus einer Draufsicht. Kommt. Seine Welt muss schräg von oben sein. Er braucht die komplette Übersicht. Da, es gibt ja auch ab und zu so ein Hack, wo sich Leute eine GoPro geschnappt haben und an einem Stab hinten quasi oben drauf, dass sie sich wie in der dritten Person sehen. Das muss ich mir vorstellen, dass Alex die ganze Zeit so rumläuft. Also, oh Gott, die Welt in der Ego-Perspektive. Nee, das will ich nicht. Ich will mich und die Umgebung aus der ISO-Ansicht sehen. Ja, wenn man es mag. Whatever floats your boat. Auf jeden Fall. Baldur's Gate 3 hattest du auch noch genommen. Baldur's Gate 3 wäre klasse. Aber das ist die Frage auch wieder, ob es an die alten Teile anknüpft. Es kann aber du meintest ja, du hast ja bereits die Early Access gespielt, ne? Genau. Und das macht wohl richtig Bock. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt, habe ich auch Bock drauf. Wenn du mit einer Partnerin in einer Beziehung bist und dir überlegst, Schluss zu machen, ist sie dann eine Early Access? Ja, ja, okay. Also, das war unsere heutige Ausgabe Tech-Geflüster. Vielleicht die letzte, wer weiß, wenn Daniel weiter solche Witze macht. Nein. Müssen wir uns bestimmt verabschieden, dann kommt bestimmt die YouTube-Polizei und nimmt uns fest für those bad puns. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen oder auch andere Wunschspiele für dieses Jahr, genau. Schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt auch gerne mal, was ihr von dem Apple Car haltet oder von... Touch-ID oder Face-ID, also alles ganz kontroverse Themen oder auch eben AMD-MCM und NVIDIA-MCM. Und wenn ihr wieder ein YouTube-Kommentar-Bot seid, bitte schreibt nicht, das nervt. Also, bis bald. Bis bald, ciao.